Moin und hallo. Moin, heute dreht sich alles um das beliebteste Thema im Wohnmobil. Wo finde ich einen Entsorgungsplatz? Wann kann ich meine Kassette wieder tauschen? Also ihr merkt schon, es geht in das Richtung Toilettenthema. Wir sind ja ein halbes Jahr unterwegs gewesen mit dem Bimobil. Da hatten wir eine Komposttoilette, eine Trenntoilette, Komposttoilette. Jetzt, seitdem wir wieder Kastenwagen fahren, haben wir natürlich das gleiche Thema wieder im Kopf gehabt. Die Komposttoilette hat aber aufgrund ihrer Größe ja gar nicht reingepasst. Also das ganze Thema wieder von vorne aufgerollt. Ausmessen, Genau. gucken, ausmessen, gucken, ausmessen, gucken. Genau. Was passt denn überhaupt in Hier war diesen noch eine Wagen? Kassettentoilette Hier war drin. eine Wir haben den Kassettentoilette drin, ja. Wagen gebraucht gekauft und wollten unbedingt wieder eine Trenntoilette. Genau. Am liebsten hätten wir das Modell genommen, das wir im Bimobil vorher auch hatten, die Nature Set Komposttoilette. Die ist aber so bullig und groß, die passt hier nicht rein. Also, neues Thema. In Tüten machen. Ja. Okay. Sollte klein sein, das Ganze, und sollte natürlich raumsparend einbaubar sein und ganz einfach zum Einbauen. Ja, und so sind wir auf die Trenntoilette gekommen. Welches geworden ist und was wir von dem Gerät halten, darüber berichten wir euch. Und natürlich, es gibt einen Einblick in unser halbes Jahr Testen. Ich hätte fast gesagt, Testkacken in die Nature Set. Wie sind wir damit umgegangen und wie sind wir damit klargekommen? Über dieses ganze Thema berichten wir unsere Erfahrungen mit Trenntoiletten aus der Praxis, ne? Leben im Wohnmobil, ihr wisst schon. Habt ihr Bock drauf? Kommt mit. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Unser Thema Trenntoilette, ne? Das startete ja im letzten Sommer. Wo wohl? Auf Römö. Da gab es so abendliches Gespräch beim Bierchen und so weiter. Ja, wie ist das eigentlich mit Trenntoilette? Und wir wussten ja zu dem Zeitpunkt schon, was eine Woche später auf uns zukommen würde. Ein gebrauchtes Bimobil mit einer Nature Set Trenntoilette. Ne? Nennt sich Komposttoilette. Wir so in Erwartung Kompost, das liest sich ja alles total cool. Ne? Machst du ein Geschäft, kippst das Ding nachher aus und hast Kompost, kannst gleich die Blumen mit düngen. Ja, die Praxis hat dann aber leider ein paar andere Dinge ergeben. Der Kompost, den du da selber produzierst, wir haben mal angerufen bei den Müllkippen, wo können wir den denn hinbringen? Ja, hallo, was wollen Sie wegbringen? Das ist Sondermüll. Okay, ja, in eine Tüte packen, in eine Mülltonne rein, Ende im Gelände. Ja, wir haben gedacht, Blumen düngen. Okay, das war erstmal die erste neue Erfahrung, die komplett das Gegenteil aussagte. Praxiserfahrung, die das Gegenteil aussagte von dem, was die Werbung denn so verspricht. Gut, haben wir gesagt. Wir kommen ja um die Toilette nicht rum, also fahren wir damit los ein halbes Jahr lang und gucken uns an, wie das in der Praxis funktioniert. Wir haben sehr viel experimentiert. Da kommt ja ein Ziegel rein und ach, ich weiß nicht was. Leute so zum Auflösen, dass das so eine breie Geschichte wird, dann soll sich da so ein Bioprozess starten. Ach, wisst ihr was? Schaut euch das Ganze einfach mal selber an. Wir haben ein kleines Filmchen darüber gemacht, nur über die Nature Set. Die Lösung hier vom Sprinter, die zeigen wir euch danach. Keine Bange, ihr müsst euch jetzt nicht unsere Hinterlassenschaften in der Toilette anschauen. Ich habe die gerade sauber gemacht und neuen Humus angesetzt. So, ich habe das Oberteil mal abgenommen, damit ihr euch anschauen könnt, wie es in der Toilette aussieht. Hier habe ich ein Stöckchen, dazu komme ich aber später. Das ist also jetzt der reine Humusriegel mit ein bisschen Wasser. Wir haben jetzt die Humusriegel, die hatten wir euch ja schon gezeigt genommen, die hier auch im Bus schon waren, als wir den Bus übernommen haben. Und die finden wir ganz gut. Drauf steht maximal 4 Liter. Also den Humusriegel mit maximal 4 Litern auflösen in 15 bis 20 Minuten. Ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit und nehme viel weniger Wasser. Und mit dem Stöckchen kann ich das dann immer so ein bisschen klein drücken, ne? Falls dann sich noch was nicht richtig zerkleinert hat vom Riegel. Das geht ganz gut, damit es nicht zu feucht wird. Der weicht auf, der Riegel, ne? Deshalb ist er jetzt auch viel Der größer, ne? Wie weicht vom Volumen auf. her. Genau. So sieht das doch schon ganz gut aus, ne? Wie reine Erde. So, und wenn ihr dann euer kleines Köttelchen gemacht habt, haben wir hier diesen Drehmechanismus, oder wie nenne ich das, eine Kurbel, Das ist eine Kurbel. ne?
Und dann wird das Ganze hier verrührt, einmal so rum, einmal so rum, damit sich das verbindet und kompostieren kann. Das ist ja so eine Art Vorkompostierung. Ist ja keine richtige. So, und jetzt seht ihr schon was. Ne? Ob ich so rumdrehe oder andersrum, es verteilt sich in die Ecken. Die Kurbel, die hier drin ist, die kann ja jetzt nicht den ganzen Raum aushöhlen, sonst würde sie ja die Toilette zerkratzen. Also suche ich mir immer, egal wo wir sind, so alle 2 Tage, versuche ich dann mit dem Stöckchen das lockere Zeug, was ich hier in die Ecke abgesetzt hat, ne? Wieder hervorzuholen, damit sie es noch besser verteilt. Ganz einfach. Ne? Weil das geht ja nicht. Du zerkratzt doch sonst das ganze Klo, wenn jetzt die Kurbel bis auf den Boden oder bis an den Rand, dann wäre die Toilette ja ganz schnell zerkratzt. Und das geht gut, dann kann ich das wieder verteilen. Und gut ist es. So, ich tue den mal wieder zur Seite. Das geht und gut. Und vorne hast du den Urinkanister. Da haben wir den Urinkanister, den wir rausnehmen können, ausleeren. Und da, wo ihr eure Kassettentoiletten entleert, geht wunderbar. So sieht das aus, wenn man die Toilette gerade, wir haben sie jetzt entsorgt, und 9 Humusriegel angesetzt hat. So, jetzt schmeiße ich mal das Stöckchen raus. Und setze das Oberteil, sonst so kann man ja nicht sich draufsetzen. So, raus. Zack. Und hier ist es. Hier nehme ich immer die schönen Handtücher von Bertel. Seht ihr ja noch? Da ist ein Schmierkram dran. So, jetzt setze ich das drauf. Ach ja, wenn wir den Urintank entfernen, dann kippen wir das meistens hier hinten an die Wand. Und dann können wir das rausnehmen. Genau. Ja? So, jetzt halte ich das mal hier fest. Und jetzt hole ich den Deckel mir wieder runter. Zack. Oh, jetzt kommt das Ganze hier drauf. Ja, sieht doch ganz gut aus. Sieht gut aus. Und jetzt schnalle ich das links, also rechts und links fest. So, und jetzt haben wir hier den Entlüftungsschlauch. Der wird dann hier dran gesetzt. Und damit das Ganze immer entlüftet wird, verbraucht wirklich sehr, sehr wenig Strom. Zack. Da ist ein kleiner PC-Lüfter drin. Ja. Und das Kabel ist für die 12 Volt an. Genau. Und hier wird das Ganze geöffnet, wenn ihr mal müsst. Nicht wundern, die Aufnahme stammt noch aus dem Winter, da war es kalt. So. Wir waren mit der Nature Set wirklich komplett zufrieden. Robust, wirklich. Also hat sehr viel Platz weggenommen, auch schon im Bimobil. Ja, wir hatten ein bisschen Probleme vorne zur Dusche hin, haben also meistens doch, wenn wir gestanden haben, die Duschkabine aufgeschoben. Ja, die hatte eine Duschwand. Ja, Duschwand heißt das. Na, jedenfalls fanden wir sie klasse. Und keine Gerüche. Also das im Vergleich zur Kassettentoilette, da wir ja nie Chemie benutzt haben, keine Gerüche und natürlich auch einen längeren Zeitraum, wo du wirklich Ruhe hattest. Du musstest nicht immer deine Toilette jedes Mal auf dem Stellplatz entleeren, obwohl wir den Urintank sehr oft geleert haben. Den habe ich eigentlich immer entleert, wenn ich die Möglichkeit hatte. Also jetzt nicht mehrmals genau. Täglich, das ist ja Quatsch, genau. Aber... dass man behaupten könnte, man muss den eine Woche lang nicht leeren, das ist auch nicht so. Ja, ne, das ist gegen die Praxis. Ja. Unser Schnitt war so alle 2 Tage. Und was natürlich der Vorteil ist, aber das wissen vielleicht auch schon die meisten von euch, Trenntoilette, kein Wasser. Nee, kein Wasser. Wasser. Du brauchst kein Wasser dafür. Genau. Geruch, nochmal Thema Geruch. Du trennst ja Fest- und Flüssigstoffe. Ja. Der Kokosflockenziegel. Der bildet einen Geruch, wenn der natürlich feucht wird und der Bioprozess losgeht. Das war so torfig, ne? Ja, so. Und aber noch ganz wichtig, Nora, du brauchst einen Ventilator. Ja, Lüftung. Ja, wir haben am Anfang, da ist ein Ventilator drin, so ein kleiner PC-Lüfter, den haben wir am Anfang nicht benutzt. Nicht benutzt. Ja, wussten wir nicht. Und dann, ja, weil wir es nicht wussten und dachten, man braucht zu viel Strom und wie auch immer. Und damit holst du dir
wenn du den Kompostbereich nicht belüftest oder entlüftest oder für Luftdurchsatz sorgst, holst du dir Schimmel rein. Weil du hast ja da in der Nature Set, du hast in der Komposttoilette ein Biotop. So möchte ich es mal nennen. Und ohne Luft geht das nicht, dann, ne, Umwälzung muss sein. Ja, und das Rühren, ne? Die Weihe hatte ja diese Kurbel an der Seite, dass man auch regelmäßig rührt. Das hatten wir am Anfang auch nicht gemacht. Ja. Da haben wir zu wenig gerührt, aber das war jedenfalls toll. Und auch mit dem Entsorgen dann in die Tüte, war richtig herrlich. Aber jetzt wollen wir ja zur neuen Toilette kommen. Ja, dann ging's, ja, und dann wurde der Wagen kleiner und der Platz wurde kleiner. Genau. Und das Grübeln. Ja, genau. Jetzt haben wir ja durch die Stockbetten und auf dieser Seite das Badezimmer ein sehr schmales, langes Bad. Und dafür mussten wir was finden. Und am besten noch in der gleichen Größe wie die Kassettentoilette, dass wir immer noch Platz haben zum Duschen. Also es ist eine Toilette für kleine Fahrzeuge. Ja. Wir haben uns für die Trevino entschieden. Wie heißt sie denn? Ich muss nachschauen. Evo L. Mit Lüfter. Ja. Mit Lüfter. Und ihr seht da unten, da gibt es so einen Vorsprung. So ein halbrunder. Ne? Du meinst unter Sockel. Trevino oder Sockel. Ja, sie steht ja sowieso auf dem Sockel. Und dann noch zur Stabilität war die Kassettentoilette. Und wir wollten, dass das irgendwie auch noch schön abschließt. Also wir haben, ich weiß nicht gar nicht, du wie meinst, viel. Du meinst, Entschuldige, du meinst diese halbrunde diese Kante halbrunde da unten. Diese halbrunde Kante, genau. Die ist im Brett drin. Ja. Die wurde das war eine Setford-Toilette hier drin, Kassettentoilette, genau. Und der Form nachempfunden. Und so passt die, das war wirklich das für uns angenehmste kleine. Ja. Es gibt noch kleinere Toiletten, ne, Trenntoiletten, aber das war halt die angenehmste Lösung. Ja, für uns mit der Größe und so weiter. Ja. Den Setford-Mechanismus da oben, den haben wir genutzt, um die Belüftung, also den PC-Lüfter, ne, man hört ihn, den haben wir umfunktioniert, den Schalter von Setford, und damit kann man den Lüfter starten und ausschalten. Den sollst du aber eigentlich durchlaufen lassen. Das ist so ein halbes 0,5, 0,6 Ampere-Stunden verbraucht der am Tag, ja, wenn du ihn durchlaufen lässt. Also ich fand die Lösung klasse. Erstens mal durch das kleine Wohnmobil und dann die Blickachse, man hier auf die Toilette, wenn man vorne sitzt, in den beiden Sitzen, Fahrer oder Beifahrer sitzt, und es ist warm und du hast mal die Tür auf, auch im Sommer, und so ein bisschen querlüften oder längsflüften oder wie man es auch immer nennt. Man guckt auf die Toilette und wir wollten, ach so, der Deckel, ich muss den gar nicht, der geht, glaube ich, genau. Der geht langsam runter. Du, Trevino hat ja einen Design Award gekriegt. Hat, ne? Ein Design Award bekommen. War das jetzt schöner Wohnen? Ich weiß es nicht. Nein. Ist natürlich Kunststoff. Wiegt wenig, komme ich aber später zu. Da gibt es dann noch Daten und Fakten. Und wir wollten es halt von der Optik halt schön haben. Ja, und jetzt hast du halt das System nicht mehr Kompost, sondern System in eine Tüte kacken. Ja, genau. Wie sieht das Ganze denn aus? Ich mache jetzt das erste Mal die Tüte rein übrigens. Das hat ja alles ein bisschen länger gedauert mit der Toilette. Ja, man muss halt oben den Deckel abnehmen. Und dann kommt hier der Behälter für die Feststoffe hier hinten und vorne fürs Pipi. Ja, und den Kanister und den Behälter kannst du natürlich rausnehmen. Ja. Hier hätte ich mir noch gewünscht, dass die Lösung finde ich nicht so gut. Du musst dieses Oberteil, zumindest bei der Evo L hier, musst du dieses Oberteil, ne, komplett abnehmen. Da hätte ich mir Scharniere gewünscht, eine Klappmöglichkeit, dass du das hinten an die Wand klappen kannst. Ne? Genau. So musst du es wirklich abmachen. Ja. Bei der Nature's Head, die hatte auch keine Scharniere, aber es war so viel Platz, dass du das an der Toilette hochkant stellen konntest. Genau. Weil an den Flüssigbehälter musst du ja doch öfter mal ran. Ja. Ein Kritikpunkt haben wir bei dieser Toilette. Das ist doch dieses Eimerchen, was wir sehr, naja gut, es soll ja nichts wiegen, aber es ist ja alles nicht billig heutzutage. Ne? Und wenn wir hier diesen Eimer reinmachen, wenn Bärtel da nicht hier so einen Rüttelschutz eingebaut oder eingeklebt hätte, würde das klappern. Die Sachen sind einfach so reingestellt und wir mögen ja alle in unseren Wohnmobilen kein Klappern während der Fahrt. Genau. Und hier war so viel Luft. Ich zeige euch das nochmal. Ich habe dann hinten so Styropor
hingemacht. Oh, das ist eng hier, das ist eng. Guck mal, das hat sich schon wieder gelöst hier. Ja, ich bin eben dagegen gekommen. Das ist so von so Verpackungsmaterial, ne? Ja. Und dazwischen, da habe ich den Lüfter reingesetzt. Wir haben ja ein ganz anderes Konstrukt. Wir haben ja die Kassette, die entnehmen wir ja vom Innenraum. Jetzt musste ich eine Lösung machen, wie ich den PC-Lüfter daran kriege. Und den habe ich hier reingesetzt. Das ist so nicht gedacht ab Werk von Tridino. Das funktioniert aber natürlich, logisch. Dann gibt es keine vorgefertigten Halterungen, also Bohrlöcher, Aufnahmen, um die Toilette überhaupt befestigen zu können. Da haben wir uns dann hier für dieses System mit der Aluschiene, das haben wir selbst gebaut. Da gibt es keine Vorrüstung. Das fand ich jetzt nicht so pralle. Ja, nur an der Seite, ne? Ja, du hast hier an der Seite zwei Löcher, ne? Da, so kleine Vorstanzungen. Aber du hast doch genau davor den Flüssigkeitsbehälter. Und wenn jetzt hier Flüssigkeiten auslaufen, dann will ich doch unten im Boden dieser Konstruktion keine Löcher haben, ja, durch die das Urin rauslaufen kann. Deshalb habe ich die Halter dort in die Mitte gesetzt, weil das feuchtigkeitsgetrennt ist, ne? Hier vorne, stell dir mal vor, ich habe keine Hand mehr. Da würde jetzt Wasser reinlaufen oder Urin oder was. Das läuft ja doch dann durch die Bohrlöcher beim Befestigen, die Bohrlöcher zum Befestigen dieses Korpuses, läuft das doch dann unten ins Wohnmobil. Das ist doch kontraproduktiv. Und ja, die Anmutung, Materialanmutung, wie ein besserer Mülleimer, ne? Ja. Das ist halt schade, dass da, ne, man bekommt da Designpreise, aber weiß nicht. Ist nicht so meins. Da liegt die Nature Set komplett vorne, ne? Ja, in natürlich. Ist ja auch robust. Aber es geht natürlich auch um Gewicht, mein Lieber. Also jetzt mache ich mal das erste Mal so ein Tütchen hier rein. Die wurden mitgeliefert. 30 Liter Müllsäckchen. So, hier rein. Aber ich denke mal, ich nehme sie erstmal wieder raus. So. Und was wir da reinmachen, weiß ich noch nicht. Gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten von Sägespäne bis so, jetzt sitzt sie. Ja, Trelino hat da so Probepäckchen mitgegeben oder eine Grundausstattung mitgegeben. Das ist, ich weiß gar nicht, was das für Material ist. Das ist Kohle, glaube ich, Holzkohle, irgendwie sowas mit Duftstoffen. Also so ja, zerrieben, so kann ja, man genau sich das vorstellen. Wir probieren das aus, mal alles, was wir so haben und berichten darüber später, logischerweise. Ja, logischerweise. Wir haben ja noch keine Probefahrt mit dieser Toilette gemacht. Nein. Erfahrungsbericht folgt. Ja, natürlich. So, sitzt. Also vom Sitzen muss ich gestehen, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Und vor allen Dingen als Frau muss ich ja weiter doch nach vorne rutschen, ja, um an das Löchlein zu kommen. Da fühle ich mich ganz wohl. Das gebe ich zu. Also, Du sollst dich schon wohlfühlen. Ja. Also wir haben es, oder Bertel hat sie ja so eingebaut, dass wir, falls wir nicht klarkommen, sie jederzeit wieder ausbauen können. Genau. Keine extra irgendwo Löcher rein oder sonst was. Aber da müssen wir auch gleich mal nach hinten gehen. Da zeigt euch Bertel dann genau, wie er das gemacht hat. Also ich finde es ganz hübsch, ganz schick. Es passt von der Größe, sogar von der Tiefe, 1 Zentimeter kürzer als die Setford Kassettentoilette. Und die Nature Set, die ragt nochmal echt knapp 10 cm hier rein. Und sie wäre auch höher gewesen. Und höher. Dann hast du eine andere Sitzposition. Genau, und wenn du die Beine, ne, auf dem Pott, wenn die dir runterhängen, ja, ne, ja, das ist ja nicht gerade angenehm. Ja. Ne? Man soll die Zeit ja genießen. Genau. Deshalb hast du ja einen Kühlschrank gleich hier. Ne? Ja, ist jetzt nichts drin. Ja gut, wollen wir mal rausgehen? Ja klar, Mokwi. Gut. So sieht das Ganze aus hier hinten. Hier hast du den Entlüftungsschlauch. Ne? Der war übrigens noch da, weil hier ein Sog montiert oder SOG montiert war, also ein Abluftsystem von Sog. Den habe ich jetzt so gelassen von seiner Führung. Den hätte ich jetzt auch durchführen können, hätte ich ein Loch bohren müssen. Da wir aber gar nicht wissen, ob das Ganze so bleibt, haben wir es erstmal so gemacht. Hier war die Öffnung drin von der Kassettentoilette und hier konntest du die Kassette rausziehen. Ne? Jetzt haben wir das Ganze mit Plexi verkleidet, Schlauch dran, Lüfter sitzt hier hinten. Ach Mensch, da habe ich noch einen Tipp. Das ist ja auch immer so ein Thema, Trenntoilette. Und zwar, das Thema ist Fliegen. Fliegen und kleine Tierchen. Du hast ja bei der Trenntoilette,
wenn du es richtig machst, das solltest du schon machen, hast du ein Abluftsystem. Ne? Haben wir erklärt, geht darum, die Feuchtigkeit rauszutransportieren aus der Toilette. Jetzt hast du im Sommer aber das Problem. Denk mal so an Spanien, warme Länder, Mediterran, Mittelmeer, keine Ahnung, dass dir das Kleintier durch deinen Abluftschlauch hier oben in die Toilette reinwandert. Die Viecher sind ja nicht blöd, die riechen ja, wo es was Gutes gibt. Ne? Und da haben wir einen ganz simplen Trick für euch, wie wir uns davor schützen. Mensch, das hätte ich fast vergessen, Nora. Irgendwo in meiner Krambox. Das gibt es doch nicht. Das muss da unten. Da unten ist es. Ich hab's gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Man muss ja irgendwie die Sendezeit generieren. Ne? Ja, ich hab noch so einen Strumpf gefunden. Das ist ein Nylonstrumpf. Und diesen Nylonstrumpf, den brauchst du nur oben über den Stutzen für den Abluftschlauch drüber schieben und steckst dann den Abluftschlauch drauf. Und damit hat sich das mit den kleinen Viechern dann erledigt. Ne? Die kommen dann nicht mehr durch. Dann hast du Ruhe. Mehr gibt es zu dem Thema nicht zu erzählen. Naja, was hast du benutzt da? Die Abdeckung? Woraus? Das ist, ach so, damit man das auch simpel abmachen kann zum Reinigen, habe ich dann Folgendes gemacht. Hier drunter befindet sich ein Holzrahmen, den ich einfach aus Leisten geschnitten habe. Und die Platte ist einfach mit zwei Klettbändern, ne? Ist die Platte befestigt. Die kannst du also jederzeit abmachen, wenn du meinst, du musst da mal reinigen, ja, oder sowas. Genau. Und dann hatten wir eine Wasserzuleitung für die Spültoilette. Die sitzt jetzt einfach hier mit dem Absperrhahn. Jetzt hast du die Möglichkeit hier, ich mache es jetzt nicht auf, sonst flut ich das Auto, hast du die Möglichkeit, hier nochmal Wasser abnehmen zu können. Ich wollte das alles erhalten und nicht abbauen, ausbauen. Genau. Man könnte das alte Kassettensystem ganz simpel wieder installieren, keine Frage. Ein Beistelltisch haben wir jetzt. Ein Beistelltisch? Ja. Den hier? Nein. Wo bist du? Na, jetzt überleg mal, unterm Feuerlöscher, da war doch was. Ach, dies? Ja, passt eine Flasche oder Tasse drauf. Ja, hier war der große, geht ja unter Flur mit der Abluft. Und dieser Schlauch ging bis hierhin. Ja. Und hier war der große Sogfilter drauf. Ne? Und dann ging das weiter und zur Kassette. Dann ging das so runter an die Kassette ran und hier hast du die Kassette rausnehmen können. Und das ist jetzt unser Umbau, so sieht das aus. Mhm. Ich find's gut. Jetzt haben wir noch ein paar Daten und Fakten für euch. Die Trilino Evo L mit Lüfter. Gibt's auch ohne Lüfter. Haben die gleichen Maße. Tiefe 39 cm, Breite 33 und Höhe 43,5 cm. Gewicht 5 Kilo. Die Nature Set, die hat eine Tiefe von 48,3 cm, ne, Trilino 39. Nature Set Breite 48,3, also genau das gleiche Maß, die Trilino 33. Und eine Höhe, das sind fast 10 cm mehr, 53,2 gegenüber der Trilino. Zur Nature Set gibt es. Und wiegt 12,7 Kilo. Oh, das ist fast das Doppelte. Ja. Es gibt noch eine Alternative zur Nature's Head. Und zwar, das wollte ich noch anmerken, für kleine Fahrzeuge oder kleine Raumverhältnisse, das ist die Ogo. Mhm. Die Ogo ist kleiner gebaut, ist eine Komposttoilette, auch mit einem Quirlsystem. Und jetzt kommt der Hammer. Die funktioniert wie ein Thermomix. Da geht alles elektrisch. Ja. Ne? Sie hat ein kleineres Aufstellmaß, Platzmaß. Mhm. Und Anbieter ist TomTour. Mhm. Das als kleiner Einwurf. Die war uns aber auch nicht genehm. Nee, wir wollten ohne Strom. Ja. Ohne Strom. Und die Kassettentoilette nochmal zur Erinnerung, die von Thetford, die wiegt übrigens 7,1 Kilo. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn eigentlich der Spaß? Der Spaß, nennt man das jetzt der Spaß? Na gut, der Spaß kostet im Wohnmobil die Trilino ohne Lüfter 499 Euro. Mit Lüfter 599 Euro und die Nature Set, da haben wir jetzt heute der günstigste Preis noch nicht erhöht. Wir haben sie auch schon teurer gesehen. Ich glaube bei 1200 und paar zerquetschte bei Berger noch
1055 Euro. Ja, ist ja gut, das ist ein guter Preis. Ich habe vor einem halben Jahr mal geguckt, da stand der auch da. Bei dem, also nicht bei Berger, sondern der Preis stand bei 1050. Und inzwischen, wie alle Artikel im Campingbereich, haben wir sie häufiger für 1250 gesehen. Ja. Dazu gibt es auch wieder ein Vergleichsprodukt. Das ist die Airhead. Airhead heißt die. Das ist ein ganz bulliges Gefährt, ist vom Aufbau her auch wie die Nature Set und die liegt bei 1250. Ja. Also auch eine Kompostalternative. Gleiche Maße wie die Setford. Das sieht Quatsch, wie die Nature Set. Ich komme hier schon ganz durcheinander. Ja, die Maße sind wie die Nature Set. Ich bin immer geschockt von den Preisen. Wir haben festgestellt, dass das gerade Campingzubehör, wir haben uns lange nicht drum gekümmert, weil wir ja immer alles, wir haben ja immer alles aufgehoben. Stühle benutzt, das war drin, das war drin, das war drin und Tische hatten wir ja auch immer alles. Und jetzt also die Preise, ich finde die heftig. Ich finde die echt heftig. Jo, da brauche ich jetzt nichts weiter dazu zu sagen. Nee. Ne? So ihr Lieben, das war's für heute. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss. Super. Ja, kann ich denn dann schon mal? Dann geh mal bitte, ne? Damit ich hier mal meine Ruhe habe. Zeitung habe ich ja schon. Zeitung, ne? Ciao, ciao. Jetzt weiß ich, wofür der Lüfter ist.